Hallo zusammen. Im folgenden Video soll es, wie ihr seht, um die zentrische Streckung gehen. Die zentrische Streckung kennt im Prinzip auch jeder von euch. Wenn ihr euch nämlich mal hier anschaut, diese Taschenlampe, die dann einen Schatten hier nach hinten wirft, ja, und diese Schachfigur nach hinten in den Schatten abbildet, dann ist im Prinzip dieser Lichtwurf oder dieser Schatten, der hier entsteht, auch nichts anderes als eine zentrische Streckung. Mathematisch müssen wir uns das Ganze aber natürlich ein bisschen genauer anschauen. Wichtig, um eine zentrische Streckung wirklich eindeutig und genau zu beschreiben, ist die Information, wo liegt denn das Streckungszentrum? Hier in dem Fall bezeichnen wir es mit Z. Und wie sieht der Streckungsfaktor aus? Den Streckungsfaktor, meist mit K bezeichnet, seht ihr hier unten. Den Streckungsfaktor habe ich jetzt mit einem Faktor K gleich 2 angegeben. Streckungszentrum seht ihr hier. Und mein Streckungszentrum sagt aus, wovon aus gestreckt wird. Der Streckungsfaktor K sagt aus, erstens in welche Richtung und zweitens wie groß oder wie klein gestreckt wird. Dazu muss man sich jetzt einfach hier mal anschauen, wie sich die einzelnen Streckenlängen zueinander verändern. Ihr seht hier Entfernungen zum Beispiel zwischen dem Punkt Z, dem Zentrum, und dem Punkt A. Und diese Entfernung hier zwischen Z und A', dem abgebildeten Punkt nach der zentrischen Streckung. Und es gilt folgender Zusammenhang, dass die Streckenlänge von Z zu A' hier in unserem Beispiel doppelt so lange ist wie die Streckenlänge von Z zu A. Und diese 2 kommt genau von diesem Streckungsfaktor K. Das heißt, jede Strecke, die ich hier vom Zentrum aus bis zum eigentlichen Urpunkt aufspanne, wird bis zum Bildpunkt doppelt so lang. Für alle weiteren Erklärungen momentan bleiben wir mal bei unserem Streckungsfaktor mit K gleich 2. Wie genau sich der Streckungsfaktor auf unsere Abbildung auswirkt, das schauen wir uns später mal genauer an. Jetzt soll es mal eher darum gehen, wie zeichne ich denn überhaupt so eine zentrische Streckung? Also wie bilde ich tatsächlich jetzt dieses konkrete Dreieck ABC mit diesem Streckungsfaktor K gleich 2 und diesem Streckungszentrum Z? Wie bilde ich das Ganze ab? Dazu, ihr seht schon, ich habe diese ganz, ganz wichtigen Hilfslinien schon eingezeichnet. Der erste Schritt ist nämlich, wenn ich eine zentrische Streckung tatsächlich durchführen möchte, dass ich vom Streckungszentrum Z aus Halbgeraden ziehe durch die jeweiligen Urpunkte, die ich abbilden möchte. Nachdem ich das getan habe, geht es darum, die Entfernung abzumessen im Prinzip. Also das heißt, die Entfernung vom Punkt Z bis zum Punkt A. Und jetzt durch den Streckungsfaktor K gleich 2, wir bleiben bei dem Beispiel K gleich 2, wird diese Strecke ja, wie eben schon erwähnt, von Z zu A, die wird verdoppelt. Das heißt, ich komme jetzt hier an dem Punkt A' heraus, weil ich ZA verdoppelt habe auf ZA'. Das gleiche passiert für den Punkt B. Ich halte hier meinen abgebildeten Punkt B'. Und für C machen wir genau das Gleiche. An dieser Stelle entsteht C'. Wenn ich das Ganze jetzt wieder verbinde, erhalte ich mein abgebildetes Dreieck A', B' und C'. Ich erwähne nochmal, dass wir uns hier momentan bei dieser Zeichnung nur um K gleich 2 gekümmert haben. Ja? Für alle anderen Werte oder viele verschiedene andere Werte schauen wir uns gleich mal an, was passiert eigentlich, was bewirkt dieser Streckungsfaktor K.
Was ihr nun vor euch seht, ist die Situation, wenn eine zentrische Streckung durchgeführt wurde, für einen Streckungsfaktor k gleich 0,5. So, und da seht ihr schon, da habt ihr jetzt eine etwas andere Situation. Das Streckungszentrum ist immer noch da, wo es vorher lag. Das Dreieck ist immer noch das gleiche. Aber das abgebildete Dreieck liegt jetzt nicht hier. Das wäre wieder k gleich 2. Sondern das abgebildete liegt hier. Ihr merkt schon, für k gleich 0,5 hat eine Verkleinerung des Ganzen stattgefunden. Denn wenn ich mir wieder vor Augen führe, was dieser Streckungsfaktor ja bewirkt, ist das eine ursprüngliche Strecke ZA durch den Streckungsfaktor k gleich 0,5 jetzt eben verkleinert wird, bis hier zu A'. Das heißt, mein ZA', diese Streckenlänge, ist ja wieder 0,5 mal ZA. Deswegen die Verkleinerung. Und deswegen wird ZB zu ZB' verkleinert und ZC zu ZC'. Der nächste Fall wäre ein Streckungsfaktor von k gleich minus 1. Wenn ihr euch jetzt mal anschaut, was passiert ist, jetzt ist letztendlich der Punkt A über das Streckungszentrum nach drüben auf die andere Seite gewandert. Das liegt an dem Minus des Streckungsfaktors minus 1. B wandert auf die andere Seite, C ganz genauso, zu C'. Also das Minuszeichen des Streckungsfaktors bewirkt ein Umkippen auf die andere Seite. Solange ein Streckungsfaktor positiv bleibt, bleibt alles immer auf der gleichen Seite wie die Urfigur. Für ein Minuszeichen im Streckungsfaktor wandert die Figur auf die gegenüberliegende Seite von Z. Und das k gleich minus 1 hat eine weitere Besonderheit. Ihr kennt diese Abbildung eigentlich schon. Das ist die Punktspiegelung. Am Punkt Z wird der Punkt A punktgespiegelt. Am Punkt Z wird der Punkt C punktgespiegelt auf C'. Und genauso der Punkt B mit einer Punktspiegelung abgebildet auf B'. Für diesen besonderen Fall von k gleich minus 1. Die letzte Situation, die wir jetzt noch anschauen, ist eine weniger besondere Situation, sondern eher beliebig ausgewählt. K gleich minus 0,3, um euch nochmal diese Besonderheit zu zeigen. Minus, dadurch wandert a nach der Abbildung auf die andere Seite von z. C wandert auf die andere Seite zu c' und b auf die andere Seite zu b', also gegenüberliegend von z. Und jetzt hier in dem Fall diese 0,3, um die nochmal kurz zu erläutern. Das hier wäre zum Beispiel die übliche Strecke zc', die Urstrecke. Und dann ist diese Streckenlänge hier von z zu c' eben 0,3 mal so lang. Hier müssen wir jetzt den folgenden Zusammenhang mit den Streckenlängen von Bildstrecke, Urstrecke und sowas müssen wir noch mal ein bisschen genauer anschauen. Durch das k gleich minus 0,3, denn Streckenlängen können ja nicht negativ sein. Das heißt, ich habe jetzt hier den Zusammenhang z zu c' erhalte ich, indem ich den Betrag von k nehme. Also ist mein zc' der Betrag von minus 0,3 mal zc, also ist zc' 0,3 mal zc. So, das Wichtige jetzt nochmal daran, das ist eben diese Besonderheit, das könnt ihr euch jetzt schon mal merken, wir werden uns später noch einen Zusammenhang aufschreiben, ganz allgemein für die zentrische Streckung. Das ist ganz entscheidend, ja, dieser Betrag um den Streckungsfaktor, denn ich sage es nochmal, Streckenlängen können nicht negativ sein. Deshalb dieser Betrag um den Streckungsfaktor. So, und jetzt fassen wir zum Schluss nochmal alles zusammen und jetzt ganz allgemein weg von irgendwelchen konkreten Beispielen. Der erste Punkt. Ein Punkt P wird mit dem Streckungszentrum Z und dem Streckungsfaktor K auf den Punkt P' abgebildet. Ihr kennt noch diese Abbildungsvorschriften.
für die zentrische Streckung sieht die Abbildungsvorschrift so aus. Angegeben werden muss das Streckungszentrum Z und der Streckungsfaktor K. Außerdem liegen, das ist wichtig für Zeichnungen, Urpunkt, Bildpunkt und Streckungszentrum liegen immer auf einer gemeinsamen Geraden. Deshalb können wir auch dann sauber solche zentrischen Streckungen zeichnerisch durchführen. Außerdem haben wir den Zusammenhang, dass zwischen ZP', also vom Zentrum bis zum Bildpunkt P', diese Streckenlänge gemessen immer so lang ist wie der Betrag des Streckungsfaktors mal die Streckenlänge von Z zu P, also vom Zentrum bis zum Urpunkt. Und wir haben noch die Situation, wenn der Streckungsfaktor kleiner ist als 0, dann wechseln Urpunkt und Bildpunkt sozusagen die Seiten, die liegen auf verschiedenen Seiten von Z. Für die Situation, dass K größer 0 ist, liegen P und P' auf derselben Seite von Z. So, das war im Prinzip erstmal das Wichtigste. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.